Die Going Public Media AG ist ein Finanzzeitschriftenfachverlag. Der Verlag ist auf dem Weg zum crossmedial aufgestellten Medienunternehmen. Im digitalen Wandel lautet das Credo der Redaktionen: Aus Zeitschriften werden Plattformen. Also der Weg von der reinen Printpublikation crossmedial am Markt präsent zu sein, ist, glaube ich, der richtige Weg. Er ist letztendlich unumkehrbar. Und er setzt mit modernen Mitteln das um, was der Verlag eigentlich immer getan hat, nämlich eine Plattform für spezielle Communities zu schaffen, Place to be für alle, die in dem Bereich tätig sind. Unser Credo heute ist: Aus Zeitschriften werden Plattformen. Plattformen ticken in unserer Vorstellung crossmedial. Crossmedialität heißt Print plus Online plus Event plus Service plus Netzwerk. Das Portfolio des Medienunternehmens beinhaltet eine Reihe von Zeitschriften, wie das Going Public Magazin oder den Smart Investor. Publikationen, die heute sowohl in gedruckter Form als auch online verbreitet werden. Aus dem Magazin Unternehmer Edition und dem neuen Geschäftsbereich Mergers and Acquisitions entstand die Plattform M&A China Deutschland. In der Unternehmensgruppe spricht man fast schon selbstverständlich Mandarin, Arabisch, Englisch und Deutsch. Aber Going Public bedeutet heute auch Events und vor allem Netzwerken. Der Verlag ist längst in der digitalen Zukunft angekommen. Das crossmediale Portfolio des Medienhauses umfasst heute 8 Webportale und 9 Online-Newsletter. Daneben Social-Media-Präsenzen und rund 30 Veranstaltungen pro Jahr. Doch auch die gedruckten Magazine und ihre Online-Versionen als E-Magazine sind noch wichtiges Element der Plattformen. Heutzutage haben wir mehr als 8 verschiedene Plattformen, dazugehörige Newsletter, tagesaktuelle Berichterstattung und mehr als 25.000 Newsletter-Bezieher. Doch ganz ohne Print geht es natürlich nicht. Neben dem Going Public Magazin, das kürzlich seinen Relaunch hatte, gibt es noch andere, lange etablierte Publikationen. Alle unsere Magazine gibt es heute auch als E-Magazine. Unsere Redakteure sind inzwischen Community Manager, die über sämtliche Medien mit unseren Lesern kommunizieren. Wir sind bereit für die Zukunft. Wir kommunizieren auf einer Vielzahl von Social Media Kanälen mit unseren Usern, wie beispielsweise über Twitter, Facebook, LinkedIn oder YouTube. Auf Twitter hat das Venture Capital Magazin mehr Follower, als monatliche Hefte gedruckt werden. Wir sind die Unternehmeredition, ein Magazin von Unternehmern für Unternehmer. Wir berichten aktuell über Trends aus Wirtschaft, Politik, Steuern und Recht. Wir stellen komplexe Inhalte einfach dar für die Welt des Mittelstands von heute und morgen. Smart Investor schreibt über Gott, die Welt und das Geld. Wir blicken gerne hinter den Vorhang und gehen den Dingen auf den Grund. Die Stiftung. Das ist der Lotse für die Welt der guten Taten. Wir helfen Stiftungen dabei, sich nachhaltig zu professionalisieren. Darüber hinaus ist die AG als Dienstleister tätig. So entstehen hier im Auftrag Verbandszeitschriften, Newsletter, Bücher und Broschüren. Heute treibt aber vor allem der Blick in die Zukunft die Verlagsgruppe voran. So setzt man sehr gezielt Ressourcen für die Produktion der Newsletter und E-Magazine ein. Publikationen und Unternehmungen, die konsequent und online ihren Weg gehen. Mein Name ist Bond. Bond Guide. Das Leitmedium für Unternehmensanleihen. Hart ran, fair weiter. Stets mittendrin statt nur dabei. Risiken und Nebenwirkungen natürlich inklusive. Der erste Schritt zur Globalisierung. Die Plattform M&A China Deutschland. Wir verbinden Welten. Wir publizieren in der Sprache der Leser. Wong ba shi jie lian qi lai. Mit verschiedenen Kulturen, unterschiedlichen Menschen verfolgen wir gemeinsame Ziele. Nahnu nuhadul alam. Vorstand Markus Rieger blickt mit Spannung in die Zukunft. Wer hätte gedacht vor einigen Jahren, dass wir heute über 5000 E-Magazin-Abrufe pro Monat haben? Das heißt, davon könnten Sie eine ganze Fachzeitschrift bestücken, nur mit E-Magazin-Abrufen. Wir organisieren heute 30 Events pro Jahr. Wir sind als Dienstleister tätig, nicht nur für Verbände, sondern auch für Online-Plattformen. Neu bei der Going Public Media AG. Neu, die Stiftung Atlas Publikationsreihe setzt ihren Siegeszug fort. Neu, 15 Jahre Venture Capital Magazin, ein Grund zum Feiern. Neu, Start der Life Sciences Serie, Lebenswissenschaften werden grün. Neu, Bundesverband M&A, Übernahme der Geschäftsführung. M&A Review als neues Publikationsorgan. Plattform M&A China Deutschland. Ein Geschäftsbereich Mergers and Acquisitions entsteht.
Going Public Media AG. Aus Zeitschriften werden Plattformen.